Wir stehen hier in Zürich an der Limmat vor dem Ort, wo einmal ein Lastkran gestanden hat, aus einem richtigen Hafen der Weltmeere. Sie können sich noch erinnern, Zürcher, die schon lange hier sind, hier stand mal ein echter Stahlkran. Und darum geht es auch heute, denn wir kaufen ein Unternehmen, das solche Stahlkräne und andere Transportmittel herstellt. Es war ein langer Weg dorthin, und zwar habe ich zuerst meine Top 10s angeschaut, meine persönlichen Top 10s, die Obermatt alle 4 Wochen Premium-Subscribern zuschickt. Und ich habe da gesehen, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt, die ich bereits habe. So zum Beispiel Total in Frankreich, Schneider Electric, LVMH. Das Unternehmen, das ich noch nicht habe, ist BBVA, eine Bank aus Spanien. Habe ich nicht gekauft, denn der Value-Rang ist auf 46 und das ist relativ tief. Die anderen Unternehmen, die noch auf diesem Top-10-Liste waren, sind alles Unternehmen, die teilweise schlechte Ränge aufweisen. Und ich habe mich dann entschieden, nach Norden zu schauen, OMX 25, der Index von Finnland, und habe dort ein Unternehmen gefunden, das mich besonders interessiert hat, nämlich Cargotec, ein Unternehmen, das Transportmittel herstellt für die Shipping-Industrie hauptsächlich. Und was mir dort besonders gefallen hat, ich habe die Webseite angeschaut und einerseits gesehen, sie haben einen Hackathon veranstaltet, also geschaut, dass sie keine Sicherheitslücken haben. Das schon hat mich sehr gut überzeugt. Aber dann, was mich noch viel mehr überzeugt hat, sie haben ein Transportfahrzeug entwickelt auf der Basis elektrisch. Also ein Autohersteller für elektrische Fahrzeuge, ein kleiner Tesla sozusagen, aber viel, viel günstiger, denn die Obermatt-Ränge sind alle gut. Das habe ich gekauft, Cargo, und zwar 90 Aktien, damit ich meine 5000 Franken, die ich diese Woche investieren möchte, ausgeben kann. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.